Vor einiger Zeit brachten wir einen Film online, der sich um die Krankheit MS drehte. In diesem Film hatten wir über Menschen berichtet, die mit dieser Krankheit leben. Solltet ihr den Film noch nicht gesehen haben, dann berührt das Symbol rechts oben in der Ecke. In diesem Video erzähle ich euch alles über die Geschichte des Filmes und wie er entstanden ist. Ja, willkommen zum Behind the Scenes des Filmes Mein Leben mit MS. Mein Name ist Wolfgang Denitz und ich habe den Film erschaffen. Zusammen mit Freunden und Familien haben wir einen echt genialen Film auf die Beine gestellt. Regulär war der Film eigentlich nur eine einfache Idee in meinem Kopf. Schon bevor mein Opa im Jahr 2017 verstorben ist, hatte ich die Idee gehabt, über die Krankheit so eine Art Film zu machen. Ursprünglich sollte es wirklich nur ein Film über ihn alleine sein. Ja, als ich meine Idee meiner Familie erzählte, wurde aus dieser Idee ein riesiges Projekt. Ja, und dann kam uns die Idee, ein paar Leute von der MS-Gruppe Schwedt zu interviewen. Wir wollten ursprünglich sogar noch ein paar Ärzte interviewen, die meisten hatten aber leider keine Zeit gehabt. Wir wussten schon, dass dieses Projekt irgendwie nicht einfach werden würde, aber wir haben auch sehr viele Details eingearbeitet. Wir wollten zum Beispiel ein Bild generieren, wo der Zuschauer denkt, das sind schöne Aufnahmen, aber es ist ein sehr ernstes und trauriges Thema. Man sieht zum Beispiel schöne Kirschbäume und Blumen und alles so ein freundliches und fröhliches Bild, obwohl das eigentlich ein trauriges Thema ist. Symbolisch ist auch eine Anfangsszene gemeint, wo ein leerer Rollstuhl zu sehen ist. In diesem Rollstuhl saß einst mein Opa, wo er noch einst einigermaßen sich fortbewegen konnte. Auch der Titel des Filmes ist bewusst gewählt. Mein Opa schrieb eine Art Buch über seine Krankheit und seinen Verlauf. Dieses Buch wurde 2007 nicht mehr weitergeführt. Und so haben wir uns entschlossen, mit diesem Film das in Anführungsstrichen zu beenden. Kleiner Funfact am Rande, meine Oma ist schon dabei, das Buch schriftlich zu beenden. Ja, der Dreh des Films hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Aber uns war wichtig, dass wir möglichst ungewöhnliche Perspektiven aus der Uckermark erwischen. Dies schafft man heutzutage mit Drohnen. Für den Film haben wir sogar zwei Drohnen verwendet. Einmal den DJI Phantom 3 und den DJI Spark. Der Phantom 3 ist mehr so diese professionelle Variante, wo man wirklich ein flaches Profilbild hat und ein bisschen noch aus der Nachbearbeitung rausholen kann. Die Spark ist eher mehr sehr kompakt, passt in jeden Rucksack. Aber hier in der Nachbearbeitung ist es so gewesen, dass es schon schwierig war, was rauszubekommen. Dennoch ist die Drohne tatsächlich auch für so eine Filmaufnahmen tauglich. Die anderen Aufnahmen wurden alle mit der Sony A6300 aufgenommen. Dies ist eine kompakte Systemkamera oder eine spiegellose Kamera, wie man es nennen möchte. Passt auch in jeder Tasche, aber was keiner erwarten würde, die Qualität der Videoaufnahmen kann schon echt mit Kinokameras mithalten. Aber nicht nur die Kamera allein ist wichtig, sondern auch das Objektiv. Für die meisten Aufnahmen haben wir ein 16mm Kinoobjektiv verwendet. Dieses erzeugt einen schönen weitwinkligen Look, ohne nicht wirklich zu verzerren. Was mir an diesem Objektiv besonders gefällt, ist, dass es sehr lichtstark ist. Ja, für die restlichen Aufnahmen haben wir ein 35mm Vintage-Objektiv genommen. Und ein 50mm für die Interviews. Aber auch um möglichst stabile Aufnahmen zu machen, haben wir ein Gimbal benutzt. Aber nur solche Aufnahmen mit einem Gimbal zu machen, ist auf Dauer auch langweilig. Deswegen haben wir auch normale klassische Aufnahmen auf ein Stativ und aus der Hand gemacht. Ein berühmter Filmemacher sagt immer, der Ton ist der halbe Film. Und dies stimmte. Für den Ton des Filmes haben wir zwei spezielle Mikros benutzt. Ein Richtmikrofon und ein spezielles Stereo-Mikrofon. Das Richtmikro haben wir meistens für Stimmaufnahmen und für die Interviews verwendet. 70% unserer Umgebungsgeräusche sind selbst aufgenommen. Diese haben wir mit diesem Testcam Stereo Recorder aufgenommen. Wir wollten möglichst echte Hintergrundgeräusche haben, wie zum Beispiel am Kap oder hier am Springbrunnen in Prenzlau. So, Aufnahme startet vom Wasser jetzt. Ja, wer sich dafür interessiert für unser Filmequipment, bald werden wir dazu auch mal ein Video zu machen. Bei dem Schnitt war mir Anfang an klar gewesen, dass es unbedingt in die Kinorichtung gehen soll. Im Endeffekt ist es eher aber eine Mischung aus Kinofilm und Dokumentation geworden.
Für den Filmlook war uns ein warmer, flacher Vintage-Look wichtig. Ich nutze speziell zur Nachbearbeitung im Farbbereich Magic Bullet Lux. Glücklicherweise nimmt die Sony in einem flachen Farbprofil auf. Dies ist notwendig, um das Maximale in der Nachbearbeitung rauszuholen. Ja, im Großen und Ganzen kann ich am Ende nur sagen, wir haben was Gewaltiges auf die Beine gestellt. Ich möchte alle danken, die da mitgeholfen haben, die auch vor der Kamera den Mut sich gefasst haben, drüber zu reden. Und es war ja auch ein sehr anstrengendes Projekt für uns alle. Im Nachhinein kann ich nur sagen, es ist immer interessant, sowas zu hören, wenn man im Interview hinter der Kamera sitzt und die Leute so beim Erzählen so zuhört. Vor einigen Tagen ist es sogar so weit gekommen, dass der Film in der Zeitung erwähnt wurde. Die lokale Presse ist auf uns aufmerksam geworden und wir hatten ein Interview mit der Presse gehabt. Ja, wer das noch nicht weiß, der Film ist sogar Teil der I Am Epic-Reihe. Was diese Reihe genau ist, werde ich noch bald mal ein Video zu machen. Ich kann schon mal sagen, es wird der zweite Teil kommen und es wird um den Reitsport gehen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.